Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gehe ich für 2 Wochen nach Mexiko für einen Backpacking-Trip und dann noch für eine Woche, ein paar Tage in die USA, um ein paar Unis anzugucken, die mich angenommen haben, um einfach mich für eine zu entscheiden, die ich ab Januar besuchen werde. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch mal meine Reise-Essentials quasi. Und ich bin schon seit ein paar Wochen auf Low-Waste/Zero-Waste umgestiegen. Klar habe ich noch sehr viele Produkte eben noch da, die halt nicht Zero-Waste sind, also weil die in Plastik sind oder sonst irgendwas. Und die nehme ich natürlich auch mit, um die halt zu verbrauchen. Weil natürlich kaufe ich mir nichts, bevor ich diese Sachen aufgebaut habe, weil logisch, würde ja auch sonst keinen Sinn machen. Ist einfach ein bisschen inspirieren, um selbst ein bisschen weniger Müll zu produzieren und ein bisschen andere Werte zu unterstützen. Ich habe letztens ein Video gemacht auf Englisch, aber das war mit Zero Waste Schulsachen. Wenn ihr da Bock habt, vielleicht Untertitel anschalten oder so. Das ist ein super informatives Video. Wenn ihr das vielleicht auf Deutsch haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann kann ich das auch nochmal. Anyway, jetzt zeige ich meine Essentials, damit auch ihr mit weniger Müll reisen könnt. Diese Sachen sind sehr praktisch. Nicht nur wegen wenig Müll, sondern generell einfach zum Reisen sind die sehr praktisch. Also, let's get started. So, das ist jetzt der Überblick. Was hier noch fehlt, sind wiederverwendbare Strohhalme, die noch zu mir unterwegs sind. Die sind noch nicht angekommen. Und so ein Säckchen dazu habe ich noch bestellt, damit das halt noch hygienisch bleibt. Und dann habe ich noch Sonnenschutz bestellt, halt in so einer Aludose, was halt kein Plastik ist. Und genau, jetzt fangen wir mal am besten da in dieser Ecke an. Und zwar ist das eine Breeder Wasserflasche. Die hat einen Filter drin. Vor allem jetzt, wenn ich nach Mexiko gehe, ist das Wasser da halt nicht so wirklich gesund. Und deshalb habe ich die halt gekauft. Die ist zwar aus Plastik, aber ich hoffe mal, dass die mir Jahre hält. Man muss nur den Filter austauschen und das wird mir auf jeden Fall sehr viel Plastikmüll, also so Single-Use-Plastik, sparen. Genau, dann habe ich das hier. Das ist für meinen Pass. Generell für Flugtickets, falls die Airline will, dass man die ausgedruckt mitnimmt. Versucht aber immer, das elektronische mitzunehmen, damit sie nicht Papier ausdrucken. Weil ihr wisst, Papier ist gleich Bäume und Bäume, ja, kleine Krise gerade. Dann habe ich hier meine Kamera mit einem Objektiv, das ist die Canon 80D. Ich mag die sehr gern. Die ist ein bisschen schwerer, weil es eine Spiegelreflexkamera ist. Deswegen habe ich auch noch meine Vlogkamera, die, mit der ich gerade filme, deshalb ja. Und genau, dann ist das hier ein Koffer-Tag, das kennt ihr wahrscheinlich, damit der Koffer nicht verloren geht. Dann habe ich hier mein Notizbuch für meine Blog-Ideen, YouTube-Ideen. Ich schreibe immer auf, wie viel Geld ich ausgebe, um was, wie mein Budget ist, das kommt auch da rein. Und dann habe ich hier noch einen normalen Kugelschreiber. Dann habe ich hier mein Bullet Journal, wenn ihr dazu vielleicht ein Video wollt, I don't know, dann schreibt mir das mal. Weil ich eben arbeiten gehe, auch für die paar Tage am Ende meines Trips, nehme ich das mit, sonst würde ich das jetzt nicht mitnehmen. Dann habe ich hier ein kleines Stativ für meine Vlogkamera, für so Wasserfallaufnahmen, whatever. Meine Polaroid liebe ich sehr, die ist aber nicht wirklich umweltfreundlich, weil diese ganzen Filme in so viel Plastikverpackung kommen. Deshalb bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die mitnehme, aber wäre schon cool, ne? Genau, dann habe ich hier meine Drohne. Immer recherchieren, ob ihr die Drohne benutzen dürft. Ich darf sie jetzt benutzen in Mexiko, deshalb nehme ich die mit. Ich hoffe, ich kriege ein paar gute Shots, aber sonst würde ich die nicht mitnehmen, einfach weil die so, groß ist. Als nächstes nehme ich noch mein Geld mit natürlich. Es wird wahrscheinlich nicht das sein, weil das schon ziemlich groß ist, aber einfach so zum Zeigen. Auf jeden Fall Geld wäre nicht schlecht. Dann ist das so meine Medizinabteilung. Da kommt noch ein bisschen mehr rein, aber einfach zum Zeigen. In sowas mache ich das meistens rein. Und bei sowas kann man es ja nicht ohne Verpackung bekommen, also finde ich das okay. Dann habe ich hier noch meine Powerbank, die brauche ich für mein Handy oder mein iPad, wenn ich es aufladen muss. Dann nehme ich noch meine Sonnenbrille mit und diesen Gürtel habe ich erst vor kurzem gekauft. Super praktisch, man kann den einfach um die Hüfte, um die Taille herumbinden und da passt sogar mein Handy rein. Da kann ich mein T-Shirt drüber ziehen, dann sieht man den Gürtel gar nicht und ich finde das einfach super praktisch. Vor allem, wenn man in so größere Städte geht, wo man sowas braucht. Als letztes bringe ich noch meinen Computer mit, den lasse ich wahrscheinlich im Koffer, nehme den nicht mit zum Backpacken. Das iPad nehme ich mit, einfach weil ich regelmäßig Geld überweisen möchte, von einer Karte auf die andere, damit einfach nicht zu viel Geld auf einmal verloren geht, wenn was geklaut werden sollte. Und genau, dann brauche ich natürlich noch Kabel und das wird auch schon mit diesen Sachen. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, ist dieser Adapter, der passt in jede Steckdose rein, also die nehme ich auf jeden Fall mit.
So, kommen wir zu meiner Kosmetik und meinen Badezimmer-Essentials, die ich jetzt so benutze. Alles so halt umweltfreundlich und low waste. Und fangen wir mal hier oben an. Und zwar habe ich hier meine Waterpads, die kann man wiederverwenden, nach Waschen wiederverwenden. Da habe ich mal so einen 10er-Pack gekauft, die könnt ihr aber auch einfach selbst machen. Einfach von alten Kleidungsstücken und sowas. Genau, das nehme ich mit. Ich glaube, ich nehme so 3, 4 mit. Dann habe ich hier mein Shampoo, meine Spülung, also so ein Conditioner und eine Seife drin. Ich weiß gleich, wo meine Seife ist. Auf jeden Fall habe ich meine Seife hier. Die benutze ich für meinen Körper und für mein Gesicht. Auch zum Rasieren. Ich finde die einfach gut. Das ist so eine schwarze Black Soap. Und die Dosen habe ich von Lush, einfach weil ich die nirgendwo anders gefunden habe. Und bei Amazon dauern die ewig, bis sie ankommen. Und bei Amazon ist es immer so eine Frage mit dem Versand, wie die das machen. Und bei Lush weiß ich einfach, dass die Verpackung, in der die Boxen kommen, umweltfreundlich ist. Und die auch versuchen, den Versand umweltfreundlich zu machen. Und genau, also wenn es geht, wenn ihr könnt, immer direkt im Online-Shop kaufen und nicht bei Amazon. Außer euer einziger Zugang zu solchen Produkten wäre Amazon, dann ist es natürlich trotzdem umweltfreundlich, als weiterhin Plastik zu benutzen. Aber so als kleiner Tipp am Rande. Den nehme ich mit, weil ich immer Sand mitnehme von meinen Reiseorten. Und ich will einfach nichts Neues kaufen. Und wenn ich halt noch irgendwas da reinmachen müsste, dann hätte ich was dabei. Dann habe ich noch ein kleines Handtuch, davon nehme ich wahrscheinlich 2, 3 mit. Dann ist das hier meine Bürste, die ist ein bisschen groß, aber ich habe momentan keine andere. Dann habe ich hier meine Masturbationstasse. Die hat tatsächlich mein Leben verändert, hätte ich nicht gedacht. Die hat mir schon so viel Müll erspart und so viel Geld gespart, weil so ein Ding kostet 10 auf 15 Euro und das habt ihr dann für Jahre. Genau, also das ist mein All-Time-Favorite. Dann habe ich hier so meine generellen Make-up-Sachen und ja, mein Make-up-Entferner ist noch in der Plastikverpackung, aber die hatte ich noch zu Hause und ich habe auch noch kein Öl gefunden, was gut funktioniert für mich, also nehme ich das auf jeden Fall mit. Dann habe ich hier meine Zahnbürste. Das ist so eine Bambus-Zahnbürste, wo man den Kopf so austauschen kann. Die finde ich jetzt persönlich nicht so gut, weil sie mir zu weich ist. Also für mich putzt die nicht gut genug. Aber ich nehme die mit, weil ich meine Plastik schon nicht mehr habe. Dann habe ich hier von Lush diese Toothpaste-Tabs, also diese Zahnpasta-Drops. Ich persönlich finde die Geschmacksrichtung ein bisschen zu krass. Das habe ich auch ein bisschen anders benutzt, als die vorgeschrieben sind. Eigentlich muss man die zerkauen und dann mit der Zahnbürste die Zähne putzen. Was ich mache, ist immer, dass ich so einen Drop nehme und das dann so auf meine Zahnbürste reibe und dann ist es für mich schon genug. Dann habe ich hier so mein Nagelset halt mit so einer Schere, die halt nicht verkehrt ist. Einfach nicht vergessen, aus dem Handgepäck raus und ins Aufgabegepäck, weil sonst habt ihr das nachher nicht mehr. So, momentan habe ich diese Foundation in so einem Glasbehälter, was ich als Concealer benutze, weil ich mag Foundation eigentlich nicht wirklich. Genau, das benutze ich jetzt als Concealer. Ich werde das auch in eine kleinere Dose machen, weil ich das Ganze einfach nicht brauche. Aber genau, das mag ich gern. Und dann habe ich hier noch meinen Hoola Bronzer. Das ist einfach aus so einem Karton und einfach viel besser als eine Plastikverpackung. Ich habe noch diese The Real Mascara und die benutze ich halt noch, bis sie leer ist. Genau, das ist auch meine Favorite. Ich weiß auch nicht, wie ich die setzen werde. Dann ist das so ein Deo-Pulver, was ich vor kurzem bekommen habe zum Testen. Nehme ich wahrscheinlich mit. Und dann habe ich noch so eine Gesichtscreme. Ich mag die nicht besonders gern. Die ist halt in einer guten Verpackung. Ich weiß auch nicht, ob ich die mitnehme oder einfach noch meine alte, die noch im Plastik ist. Weil, wie gesagt, ich muss die auch noch aufbrauchen. Aber genau, das waren so meine Sachen. So, das war jetzt meine Low Zero Waste Reise Essentials. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen weitergeholfen, im Sinne von ein bisschen weniger Müll zu verbrauchen und einfach Sachen zu unterstützen, die umweltfreundlich sind und die auch gut sind fürs Reisen, weil especially diese, also vor allem diese Seifen, die so nicht flüssig sind, sind super praktisch zum Reisen, eben weil ihr die auch ins Handgepäck machen könnt. Und eine Wasserflasche zum Auffüllen ist auch echt praktisch, wenn ihr beim Flughafen durch die Security kommen wollt und trotzdem dann Wasser haben wollt und nicht Geld ausgeben wollt, um Wasserflaschen zu kaufen. Also es ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch für euren Geldbeutel. Und genau, schreibt mir noch weitere Tipps, die ihr habt. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Secret-Tipps, dann schreibt mir das in die Kommentare. Das wird vielen anderen auch noch weiterhelfen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Tschüss!